Was passiert mit Russland, wenn der Ukraine-Krieg auf einmal vorbei ist? Russlands Präsident Wladimir Putin hat jetzt voll und ganz auf Kriegswirtschaft umgestellt. Der russische Präsident, der buttert da aktuell so richtig rein. Und die russische Wirtschaft, sie soll im Jahr 2023, nach Angaben des Internationalen Währungsfonds, sogar um 2,2% gewachsen sein. Das ist besser als Deutschland. Aber hier mal die steile Frage. Was, wenn der Krieg auf einmal vorbei ist? Für die russische Wirtschaft würde das definitiv noch einmal eine Art Strukturschock bedeuten. Denn der große Teil der Nachfrage, der jetzt von der Front kommt, würde wegfallen, wenn der Krieg endet.